Hallo. Ja, danke für die ganzen Kommentare unter meinem letzten Video. Danke, dass ihr beschrieben habt, wie es euch gerade geht in dieser Ausnahmesituation. Ich denke, uns bleibt gerade nichts anderes übrig, als irgendwie optimistisch zu bleiben und das Beste aus der Situation herauszuziehen. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich mich gerade besonders entschleunigt fühle und auch irgendwie kreativ. Aber ich muss auch zugeben, vorgestern habe ich den ganzen Tag so ein bisschen gechillt, mich berieseln lassen von irgendwelchen Videos und Beiträgen. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das ganz schön runterzieht und dass mir die Decke auf den Kopf fällt. Also man muss wirklich aufpassen, dass man sich nicht so gehen lässt, dass man an seiner Routine festhält, dass man das normale Alltagsleben so gut es geht irgendwie aufrechterhält. Und dann habe ich mich hingesetzt und 3 Listen geschrieben. Denn das ist die perfekte Zeit für Projekte, die man schon lange angehen wollte. Die erste Liste habe ich für den Bereich Haushalt geschrieben. Es gibt ja so Aufgaben, die man nicht täglich oder wöchentlich macht, wie zum Beispiel Vorhänge waschen, das Tiefkühlfach abtauen oder auf meiner Liste steht zum Beispiel auch, dass ich meinen Tisch vom Sperrmüll endlich mal abschleifen möchte. Vielleicht ist es bei euch der Kleiderschrank, den ihr ausmisten wollt. Also es ist eine gute Zeit für ein Minimalismusprojekt. Dann habe ich eine zweite Liste geschrieben für den Bereich Beruf. Meine Aufträge fallen ja weg, meine Drehs fallen weg und deswegen fokussiere ich mich jetzt auf YouTube und ich bin auch dankbar, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Und ich habe mir überlegt, wie ich meine Videos in nächster Zeit technisch und inhaltlich noch verbessern könnte. Technisch hatte ich seit einigen Monaten das Problem, dass ich meine Videos nur noch in 720p statt 1080p exportieren konnte. Es lag irgendwie am Schnittprogramm, ich bin aber nicht drauf gekommen, woran es genau lag. Es wird euch sicher auch aufgefallen sein, es hat sich allerdings nur eine Zuschauerin über die Qualität beschwert, wahrscheinlich weil ihr so nett seid. Naja, vorgestern habe ich mich dann nochmal hingesetzt, habe das Schnittprogramm zurückgesetzt und auf einmal hat es funktioniert und ich war sehr erleichtert. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Dann habe ich mir noch Videoideen notiert. Ich habe eure Vorschläge mit einbezogen, aber auch Themen, die mich selber schon längere Zeit beschäftigen, die mir sehr am Herzen liegen. Und ein Projekt, das noch in den Bereich Beruf fällt, ist die Steuererklärung, die ich noch machen muss. Und dafür muss ich erstmal meine Unterlagen sortieren. Das ist ein Projekt, das mir jetzt nicht besonders viel Spaß macht. Die dritte Liste habe ich für Dinge gemacht, die ich gerne für mich machen würde, um mir die Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Und das können natürlich Dinge sein, die einem eigentlich Freude bereiten, die man aber längere Zeit nicht gemacht hat oder neue Dinge sein, die man ausprobieren möchte. Und ich habe so einen alten Aquarellmalkasten, den ich seit einigen Jahren nicht mehr benutzt habe und ich würde einfach gerne mal wieder malen. Dann ist das natürlich die perfekte Zeit, um zu lesen. Ich besitze ja nicht sehr viele Bücher, ich kann jetzt auch keine ausleihen, weil alle Bibliotheken geschlossen sind. Ich möchte auch ungern Bücher online bestellen und E-Books mag ich nicht besonders gerne. Aber ich habe seit einem Jahr ein Buch hier liegen und ich bin nie dazu gekommen, es zu lesen, weil ich immer andere Bücher zuerst lesen wollte. Dabei ist das, glaube ich, sehr interessant und inspirierend. Und zwar Öko-Routine von Michael Koppertz. Das Buch hat mir Michael Koppertz geschenkt, als wir letztes Jahr Studiogäste in der Sendung Planet Wissen waren. Und seitdem liegt es hier zu Hause und ich freue mich, dass ich das jetzt endlich lesen kann. Ja, das waren nur ein paar Ideen von mir. Ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Zeit jetzt nutzt und euch so angenehm wie möglich gestaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.